Der Baum! Der Baum! Der Hey, meine lieben Chibis, willkommen zu einer Folge der Mike Show auf PvP Texture Pack Vorstellungsserie, diesmal mit einem kleinen Spax-Edit. Und zwar das Spax-PvP-Edit von Jabba the Hood, ich weiß nicht, wie man den Typen ausspricht. Auf jeden Fall wurde mir das von dem lieben gleichen mit dem Chatbot vorgeschlagen. Und Leute, ja, dieses Pack. Huh. Ihr wisst ja, ich spiele privat auch das Spax Texture Pack. Und es ist halt da wirklich so schön, mal so ein Pack zu bekommen. Und ich finde das Pack einfach so cool, es sieht so schön aus und alles, dass ich tatsächlich zum Schluss gekommen bin. Ich werde das jetzt auch weiterhin benutzen in meinen anderen Videos. Das heißt, ich schaue euch das eigentlich jetzt vor und alle, die den Stream gestern schon gesehen haben, haben gesehen, dass ich die ganze Zeit mit diesem Texture Pack gespielt habe. Und ich werde das jetzt in Zukunft auch für meine normalen Videos benutzen, weil ich das so dermaßen nice finde. Es ist einfach genau mein Stil, genau dieses Pack-Stil getroffen und sowas. Und trotzdem sind halt so diese Änderungen, die da drin sind, einfach extrem nice. Wie zum Beispiel die Hungerbalken finde ich nice, die XP-Leiste finde ich vor allem nice, die Enderpelle sieht nice aus. Das Schwert sieht nice aus, vor allem animiert. Die Rüstung sieht ganz nice aus, also ich bin da mit allem, eigentlich mit allem ziemlich zufrieden hier. Dann würde ich sagen, nehmen auch kurz den Trank hier. Moment, einmal den Trank hier nehmen. Er hat viel bessere Rüstung wie wir, ne? That's the thing. Wenn wir gut sind, und Leute, ihr wisst ja, wir sind gut. Vergesst das bitte gut sein. Du und ich, wir wissen beide, wie das hier enden wird. Du wirst dich jetzt hier oben rüber stacken. Und ich werde einfach weiter weglaufen. So. Tschüss. Tschüss, alte Gott, liebe ich diesen Sensenmann-Kid. Das war jetzt zwar ein bisschen unfair, aber harte Skywars-Runden erfordern harte Maßnahmen, ja? Also zum Texture Pack. Ihr seht ja, das ist sehr an Specs angelehnt und trotzdem sind, wie gesagt, einige Texturen komplett unterschiedlich. Wie zum Beispiel das Schwert hier ist halt animiert und alles. Die Ho ist, glaube ich, noch dieselbe. Die Blöcke, mit denen ich gerade baue, sind unterschiedlich. Die Äste sind unterschiedlich. Der Stein an sich ist unterschiedlich. Die Grasblöcke zum Beispiel sind gleich. Die Wolle ist unterschiedlich. Ich finde es einfach so eine Art gesunde Mischung von Dingen, die halt da gelassen worden sind, die halt gleich sind. Und Dinge, die geändert worden sind, und ich finde sie halt extrem gut aus und extrem gut für PvP geeignet. Hier oben ist es auch durchsichtig zum Beispiel, ist aber nicht ganz durchsichtig, was ich auch ganz stylo finde, um ehrlich zu sein. Also ganz durchsichtig würde es mir, glaube ich, noch ein bisschen besser gefallen, aber ist auch okay so. Also wie gesagt, das Texture Pack, das ist halt ganz mein Ziel. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem Texture Pack haltet, ob ihr findet, das ist kompletter Schrott. Ihr findet, das sieht viel, viel beschissener aus, und Vanilla BD Craft, was ich bisher immer benutzt habe, ist viel, viel nicer. Oder ob ihr sagt, yo Cube, das ist, ich sehe es genauso, Texture Pack ist einfach mal übel die Bombe. So, was mache ich jetzt mit dir? Ich habe keine Blöcke mehr, das musst du jetzt mal verstehen. Ich könnte jetzt Easy Gong zu dir springen, aber du könntest mich halt Easy Gong auch runterboxen. Deswegen wäre es im Grunde genommen fast schon Selbstmord, das jetzt zu machen. Wir versuchen es. Ja, nice. Hat funktioniert? Komm doch. Komm, ist hier vielleicht irgendwas drin, was ich benutzen kann? Ja, zum Beispiel das hier kann ich gut benutzen. So, der kommt da jetzt gleich runter, das Center Claws. Einmal mal weg da. Komm schon. Oh, diese Sense, Alter, sie ist so nice. Und der Witz, diese Sense sollte irgendwie ein bisschen genervt oder verboten werden, weil das ist teilweise krank, was ich mit der für Kills anstelle. Ich glaube, da ist jetzt wer. Ja, da ist wer. Da müssen wir einmal gucken, dass wir ihn... Nein! Leute, wenn da so ein Monster mit so einer Ausrüstung kommt, kann ich auch nichts machen, ja? Vor allem, wenn es in einer dunklen Höhle ist, da habe ich immer Angst. Und der Witz, mal kurz Real Talk, Leute. Ja, dieses... Also, sollte der Ersteller... Jabba the Hood. Dieses Texture Pack vielleicht mal sehen. Also, was ist das Texture Pack? Wie dieses Video hier sehen. So, jetzt haben wir's. Dann Props an dich. Props an dich. Wirklich, das Texture Pack ist so nice. Was mache ich jetzt mit dir am besten da, ne? Ich kann dich ja hier eigentlich easy going runterboxen. Ja, perfekt. Ich würde vorschlagen, wir holen uns hier nochmal ein paar Diamanten, damit wir ein bisschen mehr am Stüssel haben. Und ich bräuchte eventuell mal, eine Crafting Table. Oder haben wir hier eine stehen? Ja, mal nicht. Kein Ding, da machen wir uns ein. Wir sind ja professionelle Handwerker. Schnell mal hin. Und dann wollte ich mir eine bessere Hose machen. Und dann, machen wir John Cena. Ich weiß nicht, komm, wir machen John Cena. John Cena, ne? Das war mit Abstand der komische John Cena, den ich mein ganzes Leben gesehen habe, aber er hat funktioniert. Deswegen sage ich jetzt einfach mal nichts dazu. Wir gehen aber mal ganz gechillt runter, würde ich sagen. So, komm, weg mit dir. Er will die Insel sprengen. Nicht die Insel, nicht die schöne Insel. Nein. Oh ne, da kommt einer. Da kommt einer, Leute. Alarmstufe rot, das ist keine Übung. Oh, ein Baum. Es ist ein Baum. Nein, der Baum. 30 aber mal. Was kommen denn hier für Gegner zu mir? Alle hier voll dir am Stissel und sonst was. Und dann noch ein Baum. Wie soll ich denn den Baum umnieten?
Sieht aus wie Chuck Norris. Aber was wir dafür machen können, wir können dem Typen mal in die Mitte folgen und dann auch mit einer Pelle hingehen und ihn eventuell da ein bisschen überraschen. So, komm her, mein Fred. Boom. Oh, guck mal, hat sogar ausgereicht. Sieht man das Gelbe vom Ei hier drin, ne? Aber, oh, doch, da sind die Eier. Da sind wir beim Gelben vom Ei, ne? Ich hab's ja gesagt. So, da, oh, da sind nochmal gute Dierrüstung. So, zack, 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 zack. Ich nehme alles zurück von hier, es sind schlechte Sachen drin. Ich nehme hier alles zurück, ja? So, da ist nochmal richtig krasses Stuff drin. Ja, noch ein bisschen XP. Da können wir nochmal unser Schwert enchanten. Auch wenn es nur auf Sharpness ist. Leute, nur auf Sharpness, ne? Dass ich sowas mal sag. Dann würde ich sagen, tun wir die Eier dahin. Das können wir erstmal raus tun, die Enderpearl dafür reintun. Wenn ich diese Enderpearl gleich verschmeiße, dann gibt es einen Rage Quit. Weil ich bin mir eigentlich schon 99% sicher, dass ich das werde. Aber wer weiß, gucken wir mal. So, zack, und ich werde ausrüsten. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, war das ist knapp. Wir brauchen einmal das hier, so. Und dann würde ich sagen, können wir dich doch eigentlich, treffe ich da? Ja, guck mal. Können wir ein bisschen nerven hier. Gehen wir mal hoch. Hallo? Hä, wo ist der denn? Hat er sich da einfach rübergeschmissen, oder? Ah, nee, guck mal, hier, guck mal. Na? Okay. Okay, er macht das gut, das muss ich ihm lassen. So, aber wir machen es besser. Okay, haben wir geschafft. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt zum nächsten hin. Der hat sich einfach gerettet, Alter. Was fällt dem eigentlich ein? Ah, der hat sich doch nicht gerettet. Dann ist, Wollt ihr mich verarschen? Alle auf den Typen in der Mitte, oder was? Oh Gott! Was habe ich denn verbrochen? Also ich meine, ja klar, ich war in der Mitte, aber ist das jetzt so schnell, dass ich mich töten muss? So, es lebt noch ein einziger, ne? Was haben wir noch am Start, was wir jetzt benutzen können in der Mitte? Wir haben eigentlich gar nichts mehr. Also irgendwelche Special Items sind auf jeden Fall alle aufgebraucht. Die habe ich gerade alle für den Kampf hier verbraucht. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal auf gut Glück rein, oder? Also ich könnte natürlich die ultimative Rüstung zusammenfarben, die das Sharpness 3 Schild, wie wir es letztes Mal schon gemacht haben. Aber wir gehen jetzt einfach auf... Wir machen einen Schild. Aber dann haben wir keinen Schaden mit Helm. Das hätte ich vielleicht versucht. Komm, wir gehen einfach mal rein. Vielleicht klappt's ja. Der nächste ist, glaube ich, da oben. Ja, da ist da. Der natürlich ist eher Full Deer, weil er muss ja krasser ausgerüstet sein wie wir, sonst wäre es ja keine richtige Skywars-Runde. Okay, Leute. Ganz gechillt. Wir haben die Macht. Wir haben die Macht des Sensenmannes. Der will natürlich seinen Rüstungsvorteil ausnutzen. Das kann ich natürlich verstehen. Ja, komm doch. Komm doch, wenn du dich traust. Mann! Weißt du was? Mir reicht's. Du willst Krieg? Den kannst du haben. Oh, fuck! Wenn du ultimativen Krieg bist, den kannst du haben. So, jetzt komm her. Nein, nein, er kennt mich. Es ist der Teddybär. Es ist der Teddybär auf Doom, Alter. Oh mein Gott. Ja. Oh Gott. Der Teddybär, Alter. Der hat's mir nochmal angetan. Also GG. GG auf jeden Fall, nicht Teddybär. Ja, Leute, waren noch 3 schöne Runden Skywars. Oh, die ersten 2 waren vielleicht nicht so ganz geil, aber die letzte war dafür umso geiler. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr auf einen kleinen Like freuen. Ich bin nämlich hundemüde, wirklich, und jeder Like zeigt, dass es dann doch wert war, dieses Video hier zu bringen. Deswegen über ein Like würde ich mich sehr stark freuen. Ansonsten könnt ihr durch den Abspann, der jetzt eingeblendet ist, zur letzten Texture Pack Vorstellung oder zum gestrigen, beziehungsweise vorgestrigen Video, wo ich euch ein gutes Anfänger-Kit für Endergames vorstelle. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, ciao, meine lieben Curies.